meine lieben Kinderchen da draußen. Hallo und ein herzliches Willkommen zurück zu einer weiteren Folge des Zeilen. Naja, wir sind jetzt in der nächsten Folge tatsächlich und hier werden wir erfahren, was jetzt in dieser Hacking-Geschichte drin ist, was uns Hans gerade aufgemacht hat. Er hat mit uns den letzten Hack verursacht oder mit uns zu Ende gebracht und will sich denn jetzt eine Julia hingeben und ein Chatbot einer Dating-Agentur werden. Und Wolf hat einen rational denkenden Bot erschaffen. Wo führt das noch hin? Ich denke, so ein Terminator wird irgendwann mal die Hackbots die Weltherrschaft an sich reißen. Wahrscheinlich. Also, es geht weiter, Kinder. So, jetzt verändern wir die Datei. Danke, ich schaue sie mir direkt an. Ich melde mich gleich. Okay, ich denke mal einfach, du wirst es bestimmt... oh, das hat so lange gedauert. Bald sind wir tot, Kinders. Noch 4 Stunden zu leben. Nicht mal mehr. Dann gehen wir einen Weg. Einen Weg des Todes. Timon Strasser. Das ist der Kiffer, ne? Ah... Alter, was stimmt mir denn nicht? Jetzt willst du mich so irgendwelchen Scheiß anstellen? Jetzt ziehst du meine Alten mit rein. Wir sollten mal zusammen kiffen. Ja, jetzt aber meine Schwester, du bist nicht... Alter, was ist los? Oh, Scheiße, diese Nachricht... Ich mach dich fertig. Okay, jetzt beruhig dich erstmal. Du willst mir drohen? Ich liebe deine Witze. Hätte ich ein Taschentuch dabei, würde ich anfangen zu weinen. Bist du fertig oder kommt noch was? Ich rede nicht mit Leuten, deren IQ nicht höher als ein Raumtemperatur ist. Du bist wirklich einzigartig, hoffe zumindest. Ich halte dich für einen harmlosen Trottel, aber ich will ehrlich sein. Nicht jeder denkt so positiv über dich. Das ist gut, einen harmlosen Trottel, ne? Ich dachte, das wärst du aber reiniger. Ich hab die Knarre von meinen Alten und dann warte nur ab. Ja. Gut, Kifferboy, Junkie-Junge. Schön, war immer nett mit ihm zu plaudern, Mann, ne? Ja. Ah, nun komm. Nein, nicht so oft. Komisch. Oh, Tonji! Oh Gott! Ich weiß jetzt, wer sie wirklich ist. Okay. Hier, schau mal, Tinas Tagebuch. Okay. Liebes Tagebuch, sie ist endlich eingezogen. Ich kann es immer noch nicht glauben. Nach all den Jahren sehe ich sie endlich wieder. Mein Herz steht in Flammen. Die schönste Zeit meines Lebens kann endlich beginnen. Liebes Tagebuch, Hannah hat heute auf unseren Laptop rumgeschnüffelt. Ich glaube nicht, dass sie eine böse Absicht hatte. Nicht meine Hannah. Emily sieht das etwas anders und ich sage ihr, solltet ihr nicht trauen. Liebes Tagebuch, Emily sagt immer noch, dass wir Hannah früher bestrafen müssen. Ich will es aber nicht. Hannah konnte da nichts für. Sie war nur ehrlich und jetzt akzeptiert sie mich endlich. Ich werde ihr bald meine Liebe gestehen. Oh, süß. Okay. Nochmal. Und hier das von Emily. Liebes Tagebuch, endlich, die Zeit unserer Rache ist gekommen. Und die dumme Bitch ahnt nichts. Sie hat uns noch nicht mal erkannt. Sie hat unser Leben zerstört, aber ihr ging es ganz normal weiter. Diese Ignoranz wird bestraft werden. Ich muss nur noch Tina überzeugen. Liebe Tagebuch, wie kann sie es wagen, auf unser Laptop rumzuschnüffeln? Ich habe doch gesagt, dass man ihr nicht trauen kann. Einmal eine Schlange, immer eine Schlange. Wir hätten ihr im Schlaf den Hals umdrehen sollen. Tina muss endlich ihre Augen öffnen. Liebes Tagebuch, Tina ist unglaublich blauäugig. Hat sie sich wieder in sie verliebt? Diesmal ist es aber anders. Diesmal bin ich hier. Ich werde Tina nicht noch einmal leiden lassen, wenn ich daran denke, wie Hannah sie in der Schule abgeschmettert und ihr Herz zerstört hat. Und wie sie und ihre widerlichen Freunde Tina danach wieder wie Dreck behandeln haben. Ich könnte ihnen alle auf der Stelle die Kehlen rausreißen. Bald ist es soweit. Ich werde diese Bitch ein für alle Mal unter die Erde bringen. Was meint sie damit? Du hast sie in der Schule abgeschmettert. Na, das will ich aber jetzt aber auch mal wissen.
Ich war damals in der 9. Okay. In der Parallelklasse gab es ein seltsames Mädchen, Bettina. Sie war immer recht seltsam drauf. Hatte ihre Pausen allein verbracht, kaum ein Wort geredet. Und sie war, ich weiß gar nicht, wie ich das überschreiben soll, irgendwie so ungepflegt und seltsam. Die anderen Schüler haben immer auf ihr rumgehackt, wollten ihr zum Geburtstag einen Streich spielen. Daniel und Torben hatten den Plan, ihr Sportklamotten mit Juckpulver einzuräumen. Das ist gemein. So etwas tut man nicht. Doch mir ging das zu weit und ich habe mich auf Bettinas Seite gestellt. Ab da hat sich alles geändert und Bettina wurde richtig gruselig. Okay. Von dem Moment an hat Bettina mir nachgestellt. Hat sich in der Pause neben mich gesetzt, wollte jeden Morgen gemeinsam zur Schule gehen. Und hat plötzlich angefangen, mit Liebesbriefen zuzustecken. Aber wieso ist sie dann wütend auf dich? Wie bist du damit umgegangen? Aber es klingt doch eigentlich ganz nett. Das war's bis zu diesem Zeitpunkt auch noch. Doch dann ist auf dem Sportfest alles eskaliert. Bettina hat versucht, mich zu küssen. Ja und? Ich bin natürlich erschrocken und war völlig überfordert. Aus Reflex habe ich sie weggestoßen und habe losgeschrien. Natürlich habe ich die anderen das mitbekommen und von da an war Bettina das Gespött der Schule. Aber das ist doch kein Grund, so durchzudrehen. Ich verstehe allmählich, warum sie so geworden ist. Warum hast du mir nie davon erzählt? Und es wurde sogar noch schlimmer. Aha. Wie auch immer, es wurde schlimmer. Soll ich vielleicht kurz einen Videoanruf starten? Ja, komm, hau rein. Komm, komm, Mausi, mach das mal. Das alles hat sich so sehr gesteigert, dass Bettina damals mit ihren Eltern weggezogen ist. Oh Mann, ich habe sie nach all den Jahren einfach nicht mehr erkannt. Sie hat sich so sehr verändert, so viel abgenommen, eine andere Frisur. Tina hat absolut keine Ähnlichkeit mit der pummeligen, ungepflegten Bettina von damals. Auf ihrem Rechner war auch ein altes Foto von ihr. Warte. Okay, ja gut, dann. Ja und? Gut, Pflege ist schon wichtig, ne? Das ist schon wichtig, zum Modazin. Hier ist das Foto. Ich finde, meine nachgestellte Stimme hört sich ihrer sehr ähnlich an. Echt. Ja, also, entweder muss es ein hartes Stück als Schauspieler sein, dieses zu spielen und sagen, das ist ungepflegt und fett und so und alles. Oder sie wurde nachbearbeitet. Das ist gemein. Und so sieht sie heute aus. Holla, die Waldfee. Krass, wie sich verändert hat. Eigentlich eine traurige Geschichte. Oh nein, warte mal kurz. Oh, wieso denn immer oh nein? Draußen spielen Kinder. Ihr Kinderlein, komm mit, doch, all, chop, chop. Hanna, was ist los? Ich warte hier auf dich.
Hanna. 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 Okay. Aber sie ist noch online. Sie diskutiert bestimmt gerade mit ihnen. Ach so, jetzt kommt Timon wieder. Alter, du, ich schwöre, Digga, du wirst noch bereuen, dich mit mir angelegt zu haben. Krawallo, Alter. Krawallo, bist du da? Ey, Dude, was geht, Alter? Alter, hast du meine Shisha behalten, wenn du mir eine. Du kannst sie behalten, wenn du eine. Jetzt sag an! Ich habe da jemand gehört, mal kräftig die Fresse poliert und du bist genau voll richtig da. Aber wenn sonst nichts ist, ey, voll Deal, Mann. Krawallo, Alter. Oh Gott, okay. Hannas Ende. Okay. Wie ich sehe, habt ihr herausgefunden, wer Tina wirklich ist? Hanna, diese kleine Schlampe, hat Tinas Leben zerstört. Und dafür wird sie jetzt bluten. Oh, umgekickboxt. Du Monster, was hast du Hanna getan? Lass sie sofort frei oder ich mach dich fertig. Leute, ich muss aber mal ganz kurz eben aufstehen, um mal die Kinder mal auszusperren, die draußen spielen. Ich muss die Fenster schließen. Ha! Was war das denn? Alles. Alles klar. Ja, okay. Lass sie sofort frei oder ich mach dich fertig. Achso, sind wir schon. Helmut Strasser hat ein Video halten. Aha. Noch persönlich. Dreimal in 5 Tagen musste ich Familien sagen, dass ihre Liebsten gestorben sind. Achso. Dreimal in 5 Tagen musste ich mir eingestehen, dass ich noch keine Lösung für diesen Fall habe. Und zum dritten Mal in 5 Tagen werdet ihr jetzt hier in der Wache Ach so, antreffen. das hatten wir schon Ich gehabt. erwarte euch in einer Ja, Stunde. sehr gut. Dreimal in 5 Tagen musste ich Familien sagen, dass ihre Liebsten gestorben sind. Dreimal in 5 Tagen musste ich mir eingestehen, dass ich noch keine Lösung für diesen Fall habe. Und zum dritten Mal in 5 Tagen werdet ihr jetzt hier in der Wache antanzen. Ich erwarte euch in einer Stunde. Okay. Nochmal anhören? Sind Sie da? Ich brauche dringend Ihre Hilfe. Meine Schwester ist in Gefahr. Hat sie das Video etwa auch gesehen? Also, hat sie das Video etwa auch gesehen? Nein, es geht ihrem Mitbewohner. Meine Schwester ist in ihrer Gewalt. Haben Sie Adresse? Ich mache mich sofort auf den Weg. Ah, Standort teilen. Und schwupp, der Fall Tina gelöst und wir können uns den eigentlichen wieder widmen. Super. Machen Sie sich keine Sorgen, Tomji. Wir retten Ihre Schwester. Superman. Okay. Super. Und komm. Oh, wieder. Kontakten zu. Hannas Ende. Tomji, eins jetzt ist es. Ich verstehe, dass du wütend bist. Aber Emily sagt, wir müssen Hannah büßen lassen. Das kannst du doch auch verstehen, oder? Dieser Gruppenchat wird über Hannas Schicksal entscheiden. Wähle eine Antwort mit Bedacht. Sollte deine Beziehung zu Tina den Wert 10 erreichen, wird diese fürchterliche Konsequenzen Fahne haben. Den Beziehungsstatus findest du in. Profil von Tina. Okay, rette Hanna Tonji. Okay, oh. Tina, bitte, ich weiß doch, was Hanna dir bedeutet. Emily, dir muss doch klar sein, dass du damit nicht durchkommst.
Oh. Hannah bedeutet mir unglaublich viel. Ich will nicht, dass sie leidet. Genug jetzt! Du darfst nicht auf Emily hören, Tina. Sie manipuliert dich. Tina, ich weiß, dass du stark bist. Du kannst dich durchsetzen. Tina, du hast so ein gutes Herz. Tina, du musst aufhören, so schwach zu sein. Kann ich nicht abchecken? Doch jetzt. Wir müssen das ja in diese Richtung drehen. Man geht ja nicht mit einem Psychopath um, so, hey, du bist der heftigste Motherfucker überhaupt und so, du bist ein Loser, du kriegst ja auf nichts auf die Kette. Dann bringt der Psychokiller jemanden um. Das wollen wir natürlich möglichst verhindern. Deswegen sind wir nett zu ihr. Ich versuche stark zu sein, aber Emily ist in allem so viel besser als ich. Richtig, und deswegen wirst du immer auf mich angewiesen sein. Tina, weißt du noch, als Torben uns in der 7. Klasse Kaugummi in die Haare geschmiert hat? Meine Stimme verschwindet so langsam allmählich. Ja, und deswegen musste ich mir die Haare kurz schneiden. Du hast dich wochenlang nicht mehr in die Schule getraut. Ja, das war das erste Mal, dass ich deine Stimme gehört habe. Oh, okay. Wir hätten uns damals schon von diesen Schweinen, an diesen Schweinen rächen sollen. Aber jetzt werden sie alle ihre gerechte Strafe bekommen. Emily Rache wird doch auch nichts daran ändern, wie du dich fühlst. Genau. Für niemanden war die Schulzeit einfach, Emily. Emily, das waren Kinder. Es tut mir leid, was euch damals widerfahren ist, Emily. Oh, Tina verschlechtert. Hör mal. Dein geheuchles Mitleid kannst du dir sparen. Darauf fallen Tina und ich nicht rein. Ja, ich merke das schon, ihr seid clever. Dieses widerliche Kackbratzen haben Tina gefoltert. Jetzt haben ihre Taten sie eingeholt. Danke, Emily. Ich stelle mir so das Gesicht. Tina, denk einfach an den Tag, als Hannah dich auf das Sportfest abgewiesen hat. Wie angewidert und erschrocken sie dich angesehen hat. Wie unglaublich traurig du warst. Wie die anderen Kinder dich auslachten. Wie da aber auch noch ein anderes Gefühl war. Diese Wut. Du wurdest nicht, wie du sie, du wusstest nicht, wie du sie bändigen sollst. Das war der Tag, an dem ich zum ersten Mal die Kontrolle übernahm. Hat es sich nicht gut angefühlt, einfach mal nur Zuschauer zu sein? Ja, es war wunderschön. Ich glaube, das sollte doch eigentlich reichen. Der Strasser muss doch mittlerweile mal da sein. Deshalb musst du auf mich hören. Ich weiß, was gut für uns ist. Jetzt lassen wir Hannah dafür bluten. Und Tom, sie wird dabei zusehen. Bitte, Emily, Hannah ist meine Schwester. Ich könnte ohne sie nicht leben. Darauf willst du doch hinaus. Lass das nicht zu, Tina. Hannah und ich sind für dich da. Du kannst dich bei diesen furchtbaren Taten der letzten Tage doch nicht wohlgefühlt haben. Aber wo hört es auf? Was passiert, wenn alle bestraft hast? Genau. Aber das sollten wir, glaube ich. Wir gehen auf Tina ein. Wir wollen ja auf Tina eingehen. Was? Wieso denn noch verschlechtert? Niemand ist für mich da. Ja, denn nicht. Dann geh doch, mach doch. Heul doch. Ich war doch für alle bloß immer das seltsame Mädchen aus der letzten Reihe. So ist es, Tina. Nur ich bin für dich da. Das war ich immer. Das werde ich immer sein.
Lass uns persönlich reden, ich komme zu euch. Fühlt es sich nicht befreiend an, endlich mal jemand außer Emily darüber zu sprechen? Ruf mich bitte an, Tina, dann kann ich dich, noch zuhören. Dann kann ich dir noch zuhören. Ob sie uns anruft? Wenn wir zu ihr kommen wollen, dann wird sie sagen, nee, du willst doch nur irgendwelche Aktionen drehen, damit wir hier Hannah befreien können. Ja, komm. Wobei das wahrscheinlich auch wieder den Dings verschlechtert. Siehst du, keine Chance. Ah, aber sie ruft an. Tainted Love. Okay. Okay, das fand ich schön. Das war ein gutes Gespräch. Ich wollte ja telefonieren, aber Emily hat sofort wieder aufgelegt. Natürlich habe ich das. Merkst du nicht, dass uns Tomji einfach nur hinhalten möchte? Der plant doch irgendetwas. Meinst du echt? Nein. Nein, das machen wir nicht. Ja, du bist so verdammt blauäugig. Zum Glück hast du mich. Okay. Weißt du, Emily? Ich glaube, es ist an der Zeit, dass ich wieder auf eigene Beine stehe. Das ist richtig. Ich werde den weiteren Weg ohne dich bestreiten. Endlich mal. Ich danke dir für alles, Emily. Aber ich brauche dich ab jetzt nicht mehr. Gollum und Smeargol. Smeargol. Nein, ohne mich wirst du scheitern und zusammenbrechen. Leb wohl, alte Freundin. Ach ja, schön. Tomji, Emily ist wieder weg. Ich werde Hannah freilassen und mich für Emilys Taten der Polizei stellen. Ah, brauchst nicht, die kommt gleich vorbei. Du hast mir geholfen, wieder eins zu werden. Schön. Das haben wir gut gemacht. Ja. Helmut Strasser. Tomji, ich bin gerade angekommen. Die Mitbewohnerin ihrer Schwester hat sofort die Tür geöffnet. Sie hat sich freiwillig gestellt. Cha-cha, unsere Hannah ist frei. Ihre Schwester geht es gut, Tomji. Vielen Dank. Sehr gut. Also, Kapitel abgehakt und ja, Helmut, schreib dich aus. Was müsstest du uns sagen? Ich werde nun beide mit auf die Wache nehmen. Sehr gute Idee, Helmut. Ich finde deine Ideen toll. Toll. Gut, tja, Hannah ist frei. Wir haben es geschafft, sie zu befreien. Jetzt gilt es nur herauszufinden, wer Serena getötet hat. So. Und das, liebe Leute, das sehen wir in der nächsten Folge. Bis dahin. Tschüss.